Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Jetzt kommt die Nachvertonung für Marios Bilder. Ihr seht, er hat am Anfang die gleichen Kameraeinstellungen gehabt wie ich in meinem Zeitraffer-Video. Klar, er ist über die Brücke gelaufen. Ich bin also ganz links stehen geblieben bei dieser Brücke und er ist weiter und drüber, um es von der anderen Seite zu sehen. Und wir sehen hier auch schon die Änderung vom Blickwinkel. Er hat uns da wunderbare Bilder mitgebracht und ich konnte auch schön in einer Slideshow zusammenfassen. Also das kommt noch. Jetzt erstmal einige Impressionen. Und hier sieht man auch schön, die Brücke ist noch nicht am Haken. Also erstmal mit der Plattform übers Widerlager drüber geschoben, bis es dann nötig war, dass sie am Haken hängt, sonst wird sie ja runterkippen auf die B313. Hört sich logisch an. Ja, und geschoben wurde sie von einem mobilen Transportsystem, ein selbstfahrendes System, das sehen wir auch später nochmal in Detailaufnahmen. Und in dem ersten Schritt lag sie auf dem System auf, soweit ich das gesehen habe, und dann, als das Transportsystem bis zum Widerlager war, wurde es rausgefahren und hat dann mit wie ein Rambock geschoben. Wenn man bei meinem Zeitraffer-Video da genauer hinschaut, nochmal zurückspult, da kann man das auch sehen, wie es mit Gewichten beladen wurde und dann um die nötige Kraft in den Boden zu bringen, von hinten geschoben hat. Ja, jetzt nur noch wenige Sekunden, bis der Vorschub in diesem Abschnitt beginnt. Drei, zwei, eins. Sehr cool aufgenommen. Danke Mario für die tollen Bilder. Zack. Und dann wechseln wir die Einstellung. Jetzt muss ich das Ganze in der vollen Breite haben, um den Rest zu sehen. Und zack, zack, zack. Das ging ja so schnell. Also zurück das Ganze. Das will ich mir nochmal angucken. Einfach toll. Ja, und dann, 7 Stunden später, geht's auf meinem Weg. Schöner Perspektivenwechsel. Und hier sehen wir auch nochmal schön diese Plattform oder das Transportsystem. Na, wenn ich es jetzt nicht richtig bezeichnet habe, dann kriegt man das bestimmt in den Kommentaren gesagt. Es sieht auf jeden Fall cool aus und hat tolle Arbeit verrichtet. Noch ein Baggerle mit drauf. Und bis in die Nacht fotografiert. Danke fürs Zuschauen und zum Genießen gleich nochmal die Hauptsequenzen. Ciao!